Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. An der Stelle nochmal Dankeschön an alle Unterstützer bisher bei den Videos. Ich hoffe, euch gefällt es. Liken gerne weiterhin und kommentieren natürlich auch gerne. Und wenn ihr neu seid, gerne auch abonnieren und Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Und wir schauen nochmal. So, also quetschen wir uns hier durch. Und gucken mal, ob wir vielleicht jetzt zu Durin mal langsam kommen. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Na, wo er recht hat? Wozu? Stimmt irgendwie. Also gut. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Das ist bestimmt den wir schon aus den Trailern gucken. Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erklär ich später. Moment. Was geht hier ab? Der Zwergenbesitzer der Taverne in Niolajaverli, keine Ahnung. Er war mitteilsam, was Duelins Aufenthaltsort anging. Und mit seiner erbitterten Wut auf Mimir. Seine Taverne ist zu klein und das Gegenteil von einladend. Ich hoffe, er ist ein besserer Musiker als ein Wirt. Was hat er mit dir zu schaffen, Mimir? Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Ja, im Dienste Asgards. Das verfolgen wir natürlich. Hm. Haben wir es jetzt angenommen? Warte mal. Haben wir es jetzt wirklich angenommen? Warte mal, eben kurz. Navigationshilfe, ja. Wo ist denn das Dings hier? Ehefreund? Wo kann man denn hier die Zielhilfe, das weiß man, das die Zielhilfe einstellen? Das ist irgendwie so undurchsichtig, wo ich immer hin muss, weißt du? Ja. Okay, bis später. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Ah, okay. Vielleicht wird es ja jetzt endlich angezeigt, oben. Yes, okay, na endlich. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Zwergenkompass und Karte können Kratos zu Zielen führen. Drücke die linke Seite des Touchpad-Taste, um zur Karte zu springen. Na endlich, okay, jetzt macht das doch schon viel mehr Sinn. Okay, aber was ist das denn hier? Im Dienst Asgards? Ach, das gehört alles dazu. Nicht verfolgen. Wir sind jetzt bei 12% schon? Wir haben noch gar nichts gemacht. Okay.
Die Maschinen stilllegen. Nicht mehr verfolgen die neuen Welten. Odin-Raben, ne? Genau, genau. Folgen Sie dem goldenen Symbol, um auf dem Pfad zu bleiben, oder verfolgen Sie Gefallenen, indem Sie... Okay. Ja, die Nebenmission nehmen wir natürlich mit. Ist ja ganz klar. Ja, wohl logisch. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Bei Sindri klang es, als würde Dunion eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Kleiner Bruder. Oh, ist schön. Ein bisschen Hacke selber. Oh ja, vorne. Ich hoffe, euch macht's Spaß. Und ich hoffe natürlich, wenn es euch Spaß macht, dass ihr auch hier den Swordman und Kratos auch ein bisschen unterstützen tut. Ja, wie gesagt, jede Bewertung, jeder Kommentar zählt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr vom Spiel? Und natürlich die nächsten Wochen, Monate, wir zocken noch einige Games dieses Jahr vorne. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dörling kommen. Naja, alles gut. Wir gucken uns dort in Ruhe an hier. Was ist denn los? Keine Hektik hier. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Wir wollen das genießen, das Game. Wir haben 4 Jahre gewartet, ey. Ein bisschen Hacksilber können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen, ne? Ein mystisches Tor wurde der Karte. Okay. Also muss ich das jetzt nicht aktivieren? Ich mach's irgendwie trotzdem mal. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Boah, das sieht so schön aus, oder? So schön aus. Aber ich habe ja jetzt vor kurzem erst nochmal God of War 2018 gespielt, oder? Auch auf der PS5. Mit dem PS5-Upgrade und so weiter. Und Ragnarök sieht schon in den Details besser aus, aber es ist jetzt kein Quantensprung, obwohl 4 Jahre vergangen sind. Es ist jetzt kein Quantensprung, dass du dir sagst, Junge, das ist ja unfassbar, Next Level oder sowas. Im Vergleich zum anderen God of War. Das heißt zum einen, das 2018er God of War sieht abartig geil aus, noch aus der heutigen Sicht. Und Ragnarök sieht besser aus. Ja, ich will da nicht dazwischen labern, aber ich will kurz meinen Punkt zu Ende bringen. Aber man merkt, finde ich persönlich, es sieht ultra geil aus, Ragnarök. Versteht mich nicht falsch, bevor jetzt hier irgendein Kasper wieder kommt in den Kommentaren. Ja, das sieht doch voll krass aus. Natürlich sieht es krass aus. Aber ich will nur mal damit sagen, man sieht es trotzdem, dass es noch ein Cross-Gen-Titel ist, das auch für die PS4 kommt. Wäre das nur für PS5 gekommen, wäre das bestimmt noch deutlich krasser gewesen. Da bin ich sehr sicher. Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ja, ja. Aber was ist dieser Punkt da gerade? Seht ihr das? Da, das. Was ist dieser weiße Punkt da? Oben. Was heißt das? Ja, wie gesagt, gerade in den Details sieht man auf jeden Fall den Unterschied. Aber es ist jetzt, ja, wie gesagt, kein Quantensprung, ne? Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Ja. Theoretisch kann man das und ja auch später machen. Wie lang gehen wir? Wir könnten uns vor Tirs Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Du tust so, als wenn es gleich losgeht. Was ist das? Was ist das, dieser Punkt? Der verwirrt mich so ein bisschen. Wer ist das? Warum wird das angezeigt? Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Die Drachenskulptur ist nicht schlecht. Ach so, natürlich. Stimmt. Sieht ganz cool aus. Okay, den hatten wir bisher noch nicht. Du bleibst schön hier, ey. Nicht unter die Erde gehen. Okay. Alles klar, du gehst unter die Erde. Ey, Junge, lass mich doch mal meinen Move machen jetzt. So. Ey, lass das nicht zu. Das sieht irgendwie aus wie so ein Säbelzahnwurm oder sowas.
Säbelzahntigerwurm. Schatzelwurm. Das ist tatsächlich ein Wurm. Ja, Junge, mach du doch! Schon wieder fast tot. Was ist denn hier los, Mensch? Das passiert, wenn man nur auf Stärke geht. Aber ich bin Kratos, Alter. Das ist mein Lebensende. Zack, zerteilt. Oh, yes. Jo, jo, geil. Töten Sie... Moment. Ach, da gibt es auch verschiedene Stufen. Okay, das ist natürlich okay, interessant zu wissen, ne? Achso, das sind... Ah, okay. Was genau bringt es? Bringt es uns nur den EP? In dem Fall wahrscheinlich nur EP, wa? Und bei den Fähigkeiten wahrscheinlich, werden die stärker, die Angriffe? Oder bringt es denn auch nur EP, wenn wir denn quasi die Herausforderung abgeschlossen haben? Das muss ich noch verstehen. Vielleicht habt ihr da den kompletten Überblick, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oh, ho, 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 jawohl. Mehr Blut. Stirb jetzt! Grimm, da oben! Hol ihn runter! Sehr gut. Hier. Guck mal das hier. Was passiert, wenn wir die Fähigkeiten... Werden die stärker, die Angriffe? Oder gibt es auch nur EP? Weil EP haben wir jetzt, glaube ich, nicht bekommen, ne? Aber die Herausforderung gemeistert. Wenn die natürlich dann stärker werden, wenn wir die immer wieder benutzen, dann wäre das eine andere Sache. Weil ich glaube, ich schätze mal, am Ende wird das... Letzter Gegner! Ja, würde es nicht mehr so ausschlaggebend sein mit dem EP. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Ich glaube, später werden wir kein Problem haben, aufzuleveln komplett. Wie im anderen Teil, wie im Vorgänger. Da war das am Ende ja auch, sage ich mal, relativ überflüssig, die EP-Punkte am Ende, wenn du dich ein bisschen umgeschaut hast. Ich höre hier aber irgendwas noch. Ich find's aber ganz cool, dass er immer ansagt, letzter Gegner, wir sind hier fertig. Ich höre doch hier irgendwas. Da ist so, aha! Ja, dich hole ich mir. Du kleiner Frechfratz. No. Ich glaube, dafür brauchen wir mehr Spezialausrüstung. Sieht aus, als wenn wir irgendwie so eine Dingensrüstung brauchen. Ausrüstung. Von Prince of Persia, in dem letzten Prince of Persia Game. Wo du da so diese Wassersäulen zu Eis erstarren lassen kannst, weißt du? Ja, toll. Dann macht das ja jetzt schon nicht so viel Sinn, hier weiter zu machen. Was steht hier? Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Okay. Neue Rune gelesen. Nicht atmen. Achte auf deinem Atem. Könnte sich auf die Luftverschmutzung an der Bucht beziehen oder eine Warnung sein, nicht schlecht über Odi zu sprechen. Beides gleich wahrscheinlich, meiner Meinung nach. Hm.
Ja, es macht jetzt gerade nicht so viel Sinn, ne? Wenn wir die Fähigkeit nicht haben. Ach, die hätte ich wahrscheinlich kaputt machen können, wenn die da sich ranhängen, ne? Ja. Was ist das hier eigentlich für ein Vieh, ey? Alter. Was? Ja. Vielleicht ist es sogar schlauer. Vielleicht ist es sogar schlauer, erst die Hauptquest zu machen, bis wir da das Upgrade bekommen, was wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, jetzt auch in der Stadt. Und dann erkunden, weißt du? Erkunden werden wir auf jeden Fall. Vater, ja, das ist das immer moralisch, etwas zu töten, was dich töten will? Ja. Tja, da hast du's, Junge. Ey, Mimir ist so geil und auch allgemein die Synchro ist so top wieder. Absolut geil. Absolut geil. Aber da liefert Sony immer ab. Die haben immer wieder geile Sprecher am Start. Immer. Immer. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Wir wollen zu Dürlin? Habt ihr einen Termin? Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Tinette und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wann ihr wollt. Ja? Los aus meinem Büro. Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Gebt dem doch mal ein bisschen mehr Platz, Ist auch kein Zustand. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich die Stimme? Ich glaube, das müsste der gleiche Synchronsprecher sein von
Ethan Winters aus Resident Evil 8, oder? Und 7. Wer dieser Kopf tropfte mit seinem Mutter den Boden? Oder? Ich muss doch sehr bitten. Oh, und er spricht sogar. Tinner, das musst du dir ansehen. Bekannt kommt er mir auch vor. Ich hab bloß ein Allerweltsgesicht. Und das ist wohl auch das Einzige, was du hast. Wir sollten gehen. Naja, wir sollten gehen. Warum sagt eigentlich Mimir, dass er ein Mensch ist, wenn er so Hörner hat die ganze Zeit? Das hey, frage ich mich auch die ganze Zeit. Nicht der Einzige? Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Ich glaube, das müsste die Stimme sein, oder? Die Musik geht auch direkt gut ab. Hinter dir, gib! Sohnemann! Unterstütze deinen Daddy! Schieß! Achtung, hinter dir! Beide schon tot, ihr Lappen, ey. Noch mehr? Komm da runter! Ja, das macht so Bock, ey, so eine Juggle-Kombo zu machen. Komm her! Juhu, das macht so Bock. Auch geil ist es, wenn du, wie gerade zu sehen, den Finisher ready hast und du drückst es, dann rennt er wirklich selber so selbstständig dahin. Das kannst du gar nicht erwarten. Komm runter da, Junge! Get over here, Mensch! Hast du nie gehört, wa? Normalerweise hat man Kratos auch den Skorpion genannt. In den griechischen Gebieten. Weil jede Lady seinen Stachel kannte. Merkt euch das, Freunde. Let's go. Achtung, über dir. Mensch, Sohn, schieß doch mal von alleine, ey. Dass man immer das selber drücken muss. Kannst du aber alleine jetzt kämpfen, oder nicht? Muss man selbstständig werden. Selbstständig Leute töten. Das ist das Ding. Darauf kommt's an im Leben. Hilfe! Jetzt gar nicht aufgepasst, ey. Ist schlecht, einfach nur. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Ich drück die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit R3 gedrückt. Zur Seite mit dir. Geh, von hinten! Wo denn? Das stimmt doch gar nicht. Wie kann ich eigentlich die Pfeile durchwechseln bei ihm? Mein Gott, ihr nervt so krass mit eurem scheiß Gift. Was ist? Also gut, wie ich schon sagte. Ich glaube, Dürin zeichnete den Weg auf. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Tja, du hast den gerochen. Auf einer Mine hinter dem Berg. Ah. Tyr! Dürlin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Warum? Warte mal. Durlin, ein kleiner Beamter der Zwergenstadt Niorvelir oder so. Einst ein Verbündeter von Fey im Kampf gegen Odin. Jetzt ertränkt er seinen Kummer im Glas. Dennoch scheint er uns mit einer Karte zu Tyrs Aufenthaltsort geholfen zu haben. Außerdem hat seine Meereskreatur Diner Atreus einen ungewöhnlichen Stein gegeben. Ich dachte, der ist der Bruder von dem. Warum steht da nichts von? Warum, wenn ich das hier drücke, dreht er, also wenn ich hier zu, also, weißt du? Habe ich das immer noch ausgewählt? Die Ziele? Ja. Gefallen? Mensch, geht euch da nicht raus, nicht mehr verfolgen. Okay, jetzt dreht er sich wieder da in die Richtung.
Jetzt wird es aber auch gar nicht mehr auf der Map angezeigt. Okay. So ist es also, ja? So ist es also. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Wir machen hier erstmal Schluss. Nehmen kurz noch die Kiste mit. Lasst mir gerne ein bisschen Liebe da für die Videos, würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten war's jetzt, ja? Wir machen beim nächsten Mal gerne weiter. Seid dabei, danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.